190 Millionen Fahrzeuge rollen auf Chinas Straßen. Nirgendwo auf der Welt werden mehr Neuwagen verkauft, doch nur ein Bruchteil davon sind Elektroautos. Das soll sich ändern. Bis 2040 soll der Verkehr komplett elektrisch rollen. Erste Maßnahmen zur Umsetzung dieses Ziels hat die chinesische Regierung bereits eingeleitet. Für die großen Autohersteller gelten Quoten. Ab 2019 muss jeder Hersteller 10% Elektroautos verkaufen, ab 2020 12%. Auf Käuferseite lockt China mit staatlicher Unterstützung. Käufer von Elektroautos werden mit bis zu 7.000 Franken unterstützt. Anders als bei herkömmlichen Autos bekommen sie die Zulassung in Shanghai und Peking ohne Wartezeiten und umsonst. Auch die Infrastruktur will China von heute 200.000 Ladestationen auf 4,8 Millionen ausbauen. Autos auf Chinas Straßen sollen aber nicht nur elektrisch angetrieben, sondern auch vor Ort produziert werden. Die Regierung treibt daher die Entwicklung der Elektroautomobilindustrie konsequent voran. Die chinesischen Autohersteller verfolgen dabei sehr unterschiedliche Strategien. Da ist zum einen NIO. Mit Häppchen, Glamour und hippen Gästen will das Start-up zur Kultmarke werden, wie Tesla. In einem Stadion vor 7.000 Zuschauern stellt der Gründer von NIO sein erstes Massenauto vor. Die Ansage ist klar. NIO will eine globale Marke werden. Der Hersteller steht für ein neues Selbstverständnis. Made in China ist nicht mehr billig, sondern edel. Der Elektro-SUV kostet rund 60.000 Franken. Das Portemonnaie der reichen Mittelklasse ist groß genug. Seit die Regierung Elektroautos fördert, ist in China ein regelrechter Boom ausgebrochen. Das spürt auch NIO, obwohl noch kein einziger auf Chinas Straßen unterwegs ist. Das ist der größte und am schnellsten wachsende Markt der Welt. 60% aller Elektroautos weltweit verkaufen sich hier. Wir kennen den Markt und starten deshalb hier. Unsere Pläne sind aber global. In etwa 3 bis 4 Jahren werden wir ins Ausland expandieren. Ganz anders als New BAIC. Seit 10 Jahren hat der Staatsbetrieb eine Elektrosparte. Das Billigauto Light für umgerechnet 15.000 Franken ist in Großstädten beliebt und begeistert die breite Masse. Firmensprecher Lien Jingfeng, gleichzeitig auch Parteifunktionär, verrät, was die Firma als nächstes plant. Wir haben die Zulassung für die EU erhalten und auch die des deutschen TÜV. Beide sind sehr streng. Damit sind wir für den europäischen Markt gerüstet. Und dann ist dann noch BYD, der Anführer der geballten chinesischen Elektromacht. Die drei Buchstaben stehen für Build Your Dream, erschaffe deinen Traum. BYD ist der größte chinesische Autokonzern. Die private Firma hat früh auf Elektro gesetzt und zunächst Batterien gebaut. Alleine hier im Hauptquartier in Shenzhen arbeiten rund 40.000 Mitarbeiter. Heute baut BYD Magnetbahnen, Autos und Elektrobusse. Letztere fahren bereits zahlreich in mehreren europäischen Städten. Das entspricht einem großen aktuellen Bedürfnis. Deshalb wird BYD den Trend hin zum Elektroantrieb und dessen Nutzung weiter vorantreiben. Wir wollen diese Revolution in den Städten anführen. Nicht nur mit unseren Bussen. Selbstverständlich haben wir auch Pläne, unsere Personenwagen global zu verkaufen. Statt wie andere chinesische Konzerne auf ausländisches Know-how zu setzen, baut der Autogigant BYD auf eigene Forschung und Entwicklung. Der Hauptgrund für den Erfolg von BYD ist unsere Innovationskraft. Wir entwickeln alle drei Komponenten eines Elektroautos selbst, also die Batterie, den elektrischen Motor und die elektrische Steuerung.
Mit allen drei Komponenten aus einer Hand ist BYD in der Lage, sich an die Spitze der Industrie zu stellen. Ob Staatsbetrieb oder Start-up, Chinas Regierung unterstützt die Hersteller. Umgekehrt erhält auch der Staat etwas. Jedes Elektroauto liefert Daten an einen zentralen Rechner. Ladezyklen, gefahrene Strecken, Pannen, alles wird minutiös registriert und läuft im Shanghai Data Center zusammen. Wir analysieren diese Daten für die Regierung. Diese nutzt sie dann für die Weiterentwicklung der Elektroautostrategie. Auch die Autofirmen verarbeiten unsere Daten. Sie haben damit einen Einblick ins Verhalten ihrer Kunden. Chinas Weg an die Spitze der Elektromobilität, er ist geebnet. Die etablierten Autohersteller aus Europa und den USA, sie müssen aufpassen, dass sie den Anschluss nicht verlieren.